Und so, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Feed the Beast Ultimate. Mal wieder sind wir hier. Ach, das war das ist den Deutschen. Das hat klingelt. Gehen die Eltern ab? Gehen die Eltern zu dir? Ja, meine Mutter spannt das schon zu dir. Ja, da hat klingelt. Ich bin mal ganz kurz weg. Ich bin wieder da. Weil ich nicht sonst musste nochmal. Weil an sich das. Wir haben ja sozusagen hier mehr Späne. Kriegt man das jetzt? Weil von den Meerspänen, wir haben uns sie vorher sauber gemacht und habe ich gerade mal kurz Streuer geräumt. Deswegen war ich ein bisschen weg kurz. Weil genau der Nachbar da klingelt. So, die Blätter sind in der Zwischenzeit fast komplett vollständig gechained. Dann würde ich wohl dann mal jetzt nochmal die Ansiedlung machen. Ah, hier ist noch ein Baum. Stamm. So. Dann haben wir hoffentlich genügend Holz, um alles unten zu bauen fürs Erste. Vielleicht auch schon bis ganz nach unten. Also ich bin immer gespannt, wie ich es unten mache. Vielleicht wird es an sich, dass wir diesen Bereich, den wir hier haben, nach da hinten weiterziehen. Aber dass wir hier hinten, den hinteren Bereich, sozusagen ein bisschen nach unten ziehen und darunter hier unter den vorderen Bereich sozusagen die Baumform kommt. Müssen wir mal gucken. So. Dann platzieren wir die Bäume wieder dahin. Ich weiß ja nicht, was ich schlafen soll. Aber lang. So. Na scharf, soll ich dich mit einpflanzen? Hey, Plurty. Aus dem Weg. Der war zweit. Der auch. So, dann machen wir jetzt mal hier die Kontrollreihe. Weil dann machen wir sozusagen ja bis Folge 100 sozusagen jetzt alle Folgen dann mal. Und das wird sozusagen, wenn wir im nächsten Mal, dass die Folgen auf jeden Fall ausreichen. Vielleicht haben wir auch ein kleines Nebenprojekt, wie ihr gesagt, Paranormal vielleicht. Das ist halt ein kleines Projekt, das könnte ich nochmal reinquetschen. Und das steht da. Das ist ja was anderes als am den Resident Evil oder Amazia the Dark Descent. Das sind ja schon zwei Projekte, die schon ein bisschen länger sind. Hey, hilf doch mal! Die helfen immer abbezelt. Die helfen und Schafe. Ich brauche ja voll Bilder.
denn das Ding, Zeppelins? Hier, ihr müsst nochmal einen genetischen Bambus bauen. Das genetische Zuckerrohr. Und dann abreißen, noch sehen. Ah ne, lassen wir lieber, sonst reißt es wirklich eher noch öfter ab. Auf extra Feld, was man schaust. So. Das geht ja schnell. Weil das hier würden wir dann später wohl einfach auch noch als was anderes wohl machen. Vielleicht wird es ja einfach noch die Tunnelinde nur noch hier hinten. Weil an sich werden wir die Zeppelin ja nicht mal hier machen. In Ironfleet sind die Bäume gepflanzt. Die haben schon mal relativ gut auch. Weil nicht zu eng, nicht zu groß. Scharf. Am besten, wenn die Bäume jetzt aussehen, instant. Ja. Vielleicht haben wir nicht mal einen Unterschied für. 3, 3, 3, 3, 3. Hier vorne. 1, 2. Aha. Hallo Bäume, willst du wegmachen? Nein. Das ist halt mal so. Nein, minimal ein Fehler. Erzählt. Da du jetzt der Wolf. Nochmal zu lassen. Das ist ein schönes Bild, das man so sieht. Wenn ich nochmal das Bild. Ja, dann haben wir das schon mal. So, passt. Dann haben wir da schon mal, wollen wir die alle dann nach und nach jetzt erwachsen. Haben wir noch was Soldatisch noch? Nein, ich hoffe. Ich glaube auch nicht mehr so wirklich. Weil die Treppen ja sozusagen hier aus Basalt bestehen. Also ich wollte ja nur die Treppen, ist es ja dann der Fall. So, dann lehnen wir mal die Zepplinge ab. Das Holz nehme ich mit. Das Ortrott kann hier bleiben. In der Küste vergammeln. Die 31, die 22. Vor allem nicht mal zu Planken. Hier sind noch ein paar Planken. Da haben wir auch ein bisschen Plankenmaterial. Wir schicken die Zuschauer jetzt in die Planke. Ja, nein, ist nicht passiert. Die ist als Spiel. Von denen eigentlich auch höchstens Teams kommen, wenn ich das mal wieder mal mache. Weil das zu Let's Playen ist eher ein Spiel, was eher zu. Eher. Die Sache ist eh, man kann außer ihnen nur einen Scher machen, halt auch. Das ist also das Problem. Ja, auch das Problem wird sein dabei. Und das ist ja auch halt eher sozusagen ein Spiel, was eher mehr sozusagen selber Spielfaktor hat, ja. Ich habe einen Zombie überrascht. Hat sich aber nicht verfackeln. So. Ich fürchte jetzt mal. Ah ne, das habe ich ja hier. Da. Das ist die Mitte des Bereiches. Ich weiß, dass wir jetzt auf der linken Seite einen minimalen Fehler haben, ja. Das haben wir uns bei der Treppenbau bemerkt. Dass es ja da minimal kürzer ist. Das müssen wir nochmal ausfixen. Das würden wir dann machen, wenn wir sozusagen die Turtle und einsatzbereit ist wieder. So. Wie schon mal, das jetzt, das hier kommt alles ja jetzt weg. Mein Inventar ist rabbelvoll. Kann ich nichts aufheben. Gut geplant. Dann bleibt das Wetbock erstmal hier in der Kiste. Also, zwei Sticks sind. Die Sticks bleiben auch in der Kiste. Die Rubber Saplings benötige ich nicht. Die Ho kann hier in die Kiste verweilen.
Baut denn nicht dieser Zahl mit, die Putz das Menschen dann drinnen bleiben. Die Fackeln davon könnten die ruhig ein paar mehr vertragen. Ja. Da steht ja auch nochmal Kohle. So, das müssten ja. So, das reicht. Beste. So. Natürlich ist alles noch hier oben landet. Also diese Etage hier ist sozusagen absichtlich so tief, dass wir dann einfach ja hier an dieser Decke ja nur ein Loch drüber haben. Dann müssen wir aber den anderen mal Cobblestone Deck drüber ziehen. So, dann hätte ich mal vielleicht schlau machen sollen. Wir reißen die Treppe jetzt ab. Machen wir jetzt mal das, was ich dann Zeit vorhabe, da eigentlich alles hier. Dieser empfindliche Keller kommt jetzt schon weg, wird jetzt den Erdboden gleich gemacht. Und dann kriegen die Maschinen für eine Zeit lang ihren Platz. Vielleicht machen sie in der oberen Etage oder. Da tue ich auch mal, ob ich die dann vielleicht in die andere Etage verfrachte oder gleich in die obere mache. Detschi! Kommt ein bisschen spät, aber egal. Reisen wir hier jetzt Wände ab. Wir machen jetzt erstmal alles hier so, wie es sein soll. Also wir beginnen jetzt. Das ist jetzt der Plan, jetzt diese Etage hier. Bis hier hinten machen wir es wohl. Ja, bis da. Dann ist der Tunnel eigentlich ziemlich klein, so wird die beiden ja dann anbindet halt. Hier zwei. Das wird so ein großer Bereich, weil ich wollte sozusagen schon die Länge sozusagen ziehen. Gleichzeitig, wir machen nur zwei Etagen. Und der Rest ist eigentlich diese freie Fläche. Die müssen halt da runter gehen, in den hinteren Bereich. Weil dann würden wir hinten nochmal einen Teil komplett runterziehen, aber auch nur in, sozusagen da hinten mittig. Oder wenn die hier unten sozusagen die Fläche machen, wo die Baumfang hinkommen und das Rest in der Landschaft da unten wohl ist wahrscheinlich. Weil wir jetzt den riesigsten Teller hier bauen werden wieder. Wir werden den Showteller bauen. Weil
muss ja mal Let's Play Toys beachten. Mir ein zu großes Risiko. So. Dann ist da mal zu. Hier werden wir noch ein bisschen anlassen. Dann hätten wir jetzt mal sozusagen hier die Fläche, wo jetzt das Gebiet stattfinden wird, dann wohl. Das ist aber halt bei mir nur die Treppe bei mir direkt hier. Weil die Treppe in die zweite Etage wird dann auch sozusagen dann in der Mitte sozusagen kommen. Oder? Ich glaube, wo so ich werde auch eine Treppe dann auch schon mal hier sein. Weil dafür bin ich dann, weil ich ja das alles aussehen müssen. Manuell, wir gehen dann mit Spitzhacken durch. Klar, nett. Natürlich nicht. Wir haben ja dann dafür sozusagen ja dann da die Trevian einsetzt dann wohl. So, jetzt bauen wir mal alles ab, was wir am Anfang des Displays aufgebaut haben hier. In voll, was weiß ich, ich habe die Zahlen nicht vergessen. Die Zahlen wir leider nicht. So, egal, welche Folge wir das jetzt hier umändern wieder. Das ist immer so. Minecraft ist doch immer ein Wandel. Immer wieder kann man was umändern, Häuser preisen, alles wegnürken, von vorne beginnen, Löcher auffüllen, da mal den Berg weg, hier mal die Niagara-Fälle hinbauen. Ich glaube jetzt auch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand die Niagara-Fälle hingebaut hat. Wer weiß, es tut sich ja Leute, die das gemacht haben. Da hatten wir ja schon wieder die Spinnen über unsere Latschen. Ja, ich meine, dass wir vielleicht sozusagen hier nur sozusagen eigentlich eher wirklich ein kleines technisch Sachen da unten ja ganz machen. Weil an sich würden eh ein bisschen Boiler sozusagen machen. Das wäre auch das an sich, wenn wir was halt man Schluss finden. Ich weiß nicht mehr, ob ich darauf eingegangen bin. Ist hier schon Ende? Da ist wohl das Ende des Hauses, ja. Weil dass wir diese in den Keller und sich haben wir diesen einen hohlen Boden, den wir in jeder Etage auch haben. Oder den wir wohl dann mit Kabel sozusagen durchstehen lassen. Und an sich habe ich das sozusagen im schon einmal davor. Ja, hab ich's einmal davor. Ich guck mal kurz nach. An sich wird das hier schon noch ein bisschen in die Tiefe gehen, dass die Bäumenfarben halt hier hinten am Rand sind. Das wird schon ein bisschen noch Tiefe gehen, aber der Hauptteil wird dann hier oben in, diesen zwei Etagen dann stattfinden. Weil wir jetzt nicht den größten Bereich haben, weil wir auch nicht so viel hier wohl haben. Ist alles andere, ich meine, ja. Ja, die Wand wird ja auch noch
Hab ich ja nicht dabei. Da sieht man uns. Das wird auch dann auch so die Ritual sein, die wir dann hier langziehen, ja. Das hier. Hier dran wird der auch sozusagen das Gelände befestigt. Das hält sich jetzt gar nicht an dieser Seite mit. Ich wollte doch trotzdem gucken. Ich baue jetzt schon weiter. Diese zwei Bereiche werden auseinander weg. Wir werden erstmal nur die eine Seite sozusagen machen. Hier ist einfach ein Pilot. Aber schauen wir mal später. Und das wissen wir. Aha. Nicht ein, sondern. Das muss dahin. Jemand ist da. Das. Jetzt mal so gemacht. So, hier ist die Wand. Genau, das können wir anders auch massiv wieder machen. So, und dann haben wir hier schon mal die Wand. Aber wie wird das hier wohl alles wohl auch noch wegräumen? Ja, hier muss alles weg. Kommt alles weg von dieser Position. Wird alles machen. Ich glaube, das wird schon in dieser Etage sozusagen umstehen. Ich bin sehr unentschlüssig, ob wir davon überhaupt hier vielleicht mehrere Etagen überhaupt machen werden, weil die Etage ist ja so groß dann. Ich glaube, vielleicht könnten wir selber sagen. Wir machen da unten dicht. Ich meine, sozusagen die Bereiche, die wir jetzt hier alles ausgehoben haben, dass wir den sozusagen vielleicht nur. Oder? Ich glaube, das wird nie wünschen, oder? Das ist halt so ziemlich groß. Bis da hinten hin. Ich glaube, wir werden es schon auf zwei Etagen sozusagen machen und dann runter. Und dann wird es halt hier großenteils Grasland sozusagen. Das ist ein bisschen halt Deko-Gebiete, die wir dann hier hinten werden die Baumfarmen dann sein, die wir von hier oben selber gutachten können. Wo dahinter dann auch die Boilerwand ist. Die sich dann über die ganze Tellerwand ein bisschen nach hier oben verbreitet. Nein, höchstens die untere Reihe. Aber. Ich setze mich jetzt mal hinten hin, zum Sicherheitsgründen. Aber auch Sicherheitsgründen, da safe sich mal erstmal die Welt. Weil hier im Keller, wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Oder dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.